Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Kurz zur Vorgeschichte. Das letzte Mal, als wir zu dritt wandern waren, habe ich meinen einen Bruder geprankt und habe gesagt, boah, ich komme nicht mit, und bin ja dann doch da angekommen, und er hat sich so ein bisschen gewundert, so, diesmal ist der andere dran. Das heißt, ich habe heute Morgen gesagt, boah, ich habe gar keine Lust mitzukommen, ist mir viel zu stressig, habe ich gar keine Lust drauf. Dann habe ich meinen anderen Bruder gefragt, ich sage, und, wann fahrt ihr los und wohin geht's, damit ich halt Bescheid weiß. Und meinte er, die Tour ist abgesagt, weil ich halt nicht mitkomme. Ich denke so, nein, nein, das darf nicht wahr sein. Ich ihm direkt geschrieben, du musst ihn unbedingt überreden, sag, wir machen dann alleine die Tour und so. Es hat auch zum Glück funktioniert, das heißt, gleich treffen wir uns. Und ihr werdet den Wagen sehen, den habe ich jetzt komplett eingerichtet. Essen ist drin, Klamotten, Bettzeug, habe ich immer alles jetzt im Wagen. Das heißt, ich könnte im Prinzip irgendwo da schlafen. Zeige ich euch auch gleich. Es geht so zwischen Köln und Bonn. Die Richtung Rheinbach heißt das. Ist nicht weit von mir. Da geht es jetzt hin, ich fahre jetzt los. Und bin mal sehr gespannt. Der andere weiß, wie gesagt, Bescheid, aber bin mal sehr gespannt, was der eine dazu sagen wird. So sieht der Wagen also aus. Hier ist das Schränkchen, habe ich auch schon eingerichtet. Mit allem Möglichen, was ich brauche. Nudeln bis Toilettenpapier, Gas für den Kocher. Dann habe ich hier unten ein bisschen Anziehsachen, Unterwäsche und sowas. Und hier habe ich halt Kochsachen, Töpfe, ein Sieb, einen Kaffeekocher. Das passt alles. Und, jetzt muss ich hier einmal durchklettern. Ich habe mir hier, ist mir die Matratze mal abgehauen. Da habe ich jetzt so ein Brett einfach hingemacht. Dann habe ich hier, zack, zack, die Matratze. Hier die zweite Matratze, die kommt dann drunter, wenn ich schlafe. Da kann ich mich aber einfach anlehnen. Das heißt, ich habe wie so eine Couch. Und damit bin ich ausgerüstet. Ich habe noch 10 Liter Wasser dabei. Für gleich, da mache ich dann die kleinen Flaschen hier. Mache ich dann voll. Ich habe mir sogar einen Fuchsschwanz geholt. Ich warte jetzt auf meinen anderen Bruder, der nämlich noch nicht Bescheid weiß. Letztes Mal habe ich ihn ja geprankt. Und ja, bin mal gespannt, wie die Tour dann wird. Wir sind jetzt auf dem Weg und ich war als erstes am Treffpunkt. Sehe meinen einen Bruder, mit dem ich alles abgesprochen habe, wie er dann parkt. Der hat mich nicht gesehen. Bin dann rüber. Der andere hat noch ein bisschen gebraucht. Und dann fährt er geradeaus an mir vorbei und dachte, nein, jetzt sieht er mich, parkt hinter mir, hat auch nicht aufs Nummernschild oder so geachtet und ich steige dann so aus. Ja, sehr gut. Wie gesagt, wir sind jetzt hier auf der Tour, werden jetzt gleich noch ein bisschen was zu trinken und zu holen. Prank war erfolgreich. Und der Prank war auf jeden Fall erfolgreich. Noch besser als das letzte Mal. Jetzt habe ich sie beide dran gekriegt. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen was holen und dann geht's aber auf die Tour. Wir sind jetzt die ersten Meter im Wald, also Wald. Hier drüben ist noch der Weg. Und hier ist so ein Sitzkreis aufgebaut. Hier ist irgendwie, sieht fast aus wie ein Webstuhl. Dann haben wir hier drüben so ein Parcours selbst gebaut mit Steinen, Stöcken, wo man so barfuß drüber laufen kann. Tannenzapfen. Irgendwas ist hier super krass aufgebaut worden. Hinten ist so ein paar Baumstümpfe, wo man sich drauf setzen kann. Ja, auch so komische, mysteriöse Zeichen. Aliens? Naja, es ist ja kein Kornkreis, ne? Hier bemalte Stöcke. Ich denke, das sind ganz einfach Kinder waren, die hier ein bisschen was aufgebaut haben. Aber ganz schön hier diesen Platz gefunden zu haben. We'll be right back.
sind jetzt schon ein ganzes Stück gelaufen. Wir haben jetzt schon über die Hälfte geschafft. Es ist ein bisschen windig. Ich habe das Windfeld drauf gemacht. Ich hoffe, es bringt etwas. Und guckt euch mal diese Aussicht an. Wir haben hier diese Schutzhütte gefunden und machen uns gerade ein bisschen was zu essen. Das sind so Tracking Meals. Tut man einfach Wasser rein und hier kocht das Wasser. Und dann wird gleich erstmal lecker gegessen. Hier ist das Gericht. Ich zeige es euch mal. Und ich habe gerade schon ein bisschen probiert, zugegeben. Es schmeckt hervorragend. Oh ja, oh ja. Einfach nur mit Wasser gemacht. Kann man direkt hier aus dieser Verpackung essen. Man kann die Verpackung hier auch noch eigentlich aufmachen, um es noch besser essen zu können. Geht aber auch so. Und sowas ist einfach genial auf so einer Tour. Wenn man jetzt hier keinen großen Topf oder Teller oder so, so wie ich im Caddy dabei habe, sondern hier einfach in der Natur kocht und sich dann lecker was zu essen macht. Wir haben diese Schutzhütte hier gefunden, haben hier ein bisschen Pause gemacht und ihr habt gemerkt, ich habe jetzt die restlichen Meter gar nichts mehr gefilmt, weil ich bin so kaputt, ich weiß nicht, mein Rücken ist ziemlich verschwitzt, es ist zwar gar nicht so warm, aber jetzt wird es doch anstrengend. Gleich kommen noch so ein paar Bunkeranlagen, die filme ich wohl noch und dann bin ich aber auch froh, wenn ich wieder am Auto bin. Ihr seht, ich bin wieder auf dem Rückweg. Diese Bunkeranlagen, ja, standen halt noch so ein paar Restmauern und da war noch so eine Hülle von so einer 5-Zentner-Bombe. Stand da auf so einem Sockel, konnte man sich dann angucken, wie groß das ist. Aber wir waren dann, oder ich war dann auch ziemlich platt und wir sind dann einfach nur straight zum Wagen gegangen. Und wie gesagt, sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis später. Ciao.